Ich bewahre diesen Burger im Topf. Okay, die Zupferei ist auch richtig Yoga. Ich glaub's ja nicht, hä? Glaubt ihr's? Ob ihr es glaubt, habe ich gefragt. Ob ihr es glaubt, habe ich gefragt. Digga. Ich wusste gar nicht, dass ich die Küche noch hab. Heute kam wieder ein Karton. Ich will gar nicht lang, Dingens. Der kam nämlich eben erst. Ich muss auch gar nicht lang, viel schreien. Weil wir haben ja ein Mic, wo wir überall rumlaufen können. Ey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Und folgendermaßen, ich hatte ja die ganze Zeit keinen Bock. Ich hatte ja keinen Bock, die ganze Zeit einkaufen zu gehen. Alles besser als einkaufen, Leute. Guck mal, die Sache ist so, wir haben drei Sachen zur Auswahl, Leute. Deswegen, das kam eben erst original, deswegen packe ich es auch erst aus. Pfannkuchenauflauf, würziger Halloumi auf Tabule, spanischer Hähnchenburger mit Aioli, Pimentos de Padron. Es kommt so eine leichte Euphorie vom kleinen Fußzeh hier an der Kniescheibe vorbei, kreist dann so. Okay, also. Da machen wir witzige Halloumi auf Tabule. Achtung, bitte kleinen Topf, bla bla, bum, bang, bang, bam, bum, bang. Also Bulgur, wo haben wir Bulgur? Tomaten, Zitrone, Frühlingszwiebeln, Gewürzmischung, Minze, Petersilie, wo ist Petersilie? Ach, ist ja auch dabei. Halloumi, Sahnejoghurt, Joghurt, Gemüsebrühe, Granatapfel, Mantelblättchen. Okay, wir haben alles da. Also, wir machen jetzt würziger Halloumi auf Tabule. Dazu Granatapfelkerne, Mandeln und Minzjoghurt. Genau, wir fangen jetzt an. Hast du aktuell eine neue Thematik, die du dich... Ey, die Materie muss immer... Also, du musst die Materie... In einen kleinen Topf. In einen großen Mehlentopf. Bewahre ich all diesen Burger im Topf. Ich bewahre diesen Burger im Topf. Heißes Wasser, kleiner Topf. Ah. War immer noch heiß. Ist auch so eine Sache, die lernt ihr auch in der Hood Cuisine. Heißes Wasser ist heiß. Und wenn man Backofen so eine Dreiviertelstunde anhatte und dann ans Blech fasst, ist auch heiß. Bulgur ein, also hier jetzt erstmal aufkochen lassen, danach Bulgur einrühren, einmal aufkochen lassen, Deckel aufsetzen, Herd ausschalten und Bulgur ca. 25 Minuten quellen lassen, bis er das Wasser vollständig auf... Richtig geil, die Gemüsebrühe. Boah, ey, die haben wir wirklich jetzt 3 Tage, haben wir die hier angekocht. Boah, das riecht man wirklich raus, dass man uns da 3 Tage wirklich einfach krass Zeit gelassen haben. Ich habe hier oben Airfryer stehen. Der ist super eingepackt. Der ist so eingepackt, dass er niemals einstauben wird. Aber auch, dass man ihn niemals wieder benutzen kann. Bada bums, bada bangs. Und dann geht ab die Party. Bulgur einkochen. Give me dope, Joanna. 25 Minuten ziehen lassen. Bam. Deckel drauf. Ist das Bio-Minze oder was? Ein Bauer oder was? Ja. Oh, ich liebe Minze, Leute. Was sagt ihr zu Minze? Schä. Liebt euch alle. Habt eine gute Zeit. Manchmal kann bum, zack, bum, bang. Das ruckzuck alles ciao sein. Kurz mal zwischen dem ganzen Dummgebabbel. Ding gebaudit. Hier ist Katrin, Stefanie. Anne Rose ist einmal wieder da, seit langem. Klaus ist gegangen, als die Anne Rose kam. Es ist, wie es ist. Ich sag's euch einfach. So ein Allround-Werkzeug. Ich sag's euch, wie es ist. Beste, wo gibt. Ihr lernt hier einfach so viel. Ey, und wisst ihr, auf was ich mich schon wieder freue? Aufs Anrichten. Ist nun mal so. Also hier Minze. Geil. Bulgur. Geil gezogen. Granatapfelkern rausscheppern. Ein bisschen Back. Jetzt gibt's würziger Halloumi auf Tabule, dazu Granatapfelkerne, Mandeln und Minzjoghurt. Oh. Oh. Leute, ich war gestern seit 3 Wochen mal wieder laufen, joggen. Und das Knie sagt irgendwie, lass es. Okay, die Zupferei ist auch richtig Yoga. Manche machen Yoga, andere zupfen Kräuter. Fermentierter Pfeffer. Ich bin, ich bin wirklich kein Pfeffer-Fan, aber das schmeckt einfach sick. Fermentierter Pfeffer, hau mal ein paar Dinger dazu. So, Halloumi in 8 Scheiben schneiden. 1.
Okay, abgeschweift, Leute. Achso, also, wir wollten weiterkochen. Halloumi-Scheiben darin wenden. Macht Sinn. Wisch ich, man? Ob du wisch ich, man? Wenn ich sag Ugu, sagt ihr Lele. Ugu. Die Pfanne habe ich auch jeden Tag benutzt seitdem. Wir sind immer ehrlich so nah. Leute, guck mal, habe ich in Bangkok gekauft. Kann man da irgendwas Warmes reinmachen? Das machen wir jetzt einfach. Bangkok-Styly. MBK. Kennt ihr das, wenn man im Urlaub ist und so denkt, so, oh geil, man kauft sich irgendwas Krasses, was man zu Hause voll oft benutzen wird? Sowas war das hier. Habe ich seitdem nie wieder gesehen. Sehe ich gerade zum ersten Mal wieder. Hier ist alles rot, Mann. Jetzt wisst ihr, jetzt, warte mal. Okay, jetzt weiß ich, wo ich den Granatapfelkern hingepresst habe. An die Wand, Leute. Ey, das können wir geil anrichten. Lecker, schmecker, Zucker. Na klar. Na klar. Ey, wir richten an, würde ich sagen, oder? Bülgül. Eventuell überschüssiges Wasser von Bülgül abgießen und Bülgül mit einem Gabel wenig auflöckern. Guck mal, ich muss abwaschen. Wirklich, Ado. Du lachst. Aber ich kann nichts einfach da reinstellen. Digga, ich muss es direkt abwaschen. So, weil sonst turnt es mich ab. Richtig, man. So, es wird angerichtet. Na klar. Na klar. Dann machen wir hier oben drauf einen Klecks. Es hat wieder mies Bock gemacht. Ich wurde wieder angefixt. Kocherei, dies, das. Und ey, gesund bleiben und positiv. Einfach positiv.